Ja, Blumen für Koblenz hat uns gerade Palmi gerettet. Oh nein, das Schild ist so traurig. Oh Mann, ich möchte es. Och, das arme Schild, ey. Schön, diese Lahn. Jetzt komm halt mit. Los. Komm, wir schwimmen in die Richtung. Die GoPro wieder. Ich habe die SD-Karte wieder. Es ist einfach unglaublich. Es ist einfach, wirklich, einfach nur unglaublich. Komplett unglaublich. Grad und es wird noch heißer. Es ist 9.30 Uhr. Wir sollten den Beat auf keinen Fall heute leiser machen. Wir sind schon auf Achse, verlassen gerade den Campingplatz Moselbogen in Koblenz. Oder zumindest Stadtteil von Koblenz. Heute wird wirklich Hitzeschlacht. Deswegen versuche ich jetzt bis ungefähr 12 Uhr die Kilometer, die wir für heute geplant haben, abzureißen. Weil ab dann ist wirklich einfach tödliche Hitze und da habe ich gar keine Lust zu. Ich habe jetzt heute Morgen mal per Handwäsche meine ganze Kleidung, die gestern im Rhein war, gewaschen, weil das hat wirklich nicht sehr viel geholfen. Also schön sauber wurde die nicht, sondern schön stinkend. So sieht es übrigens hier aus. Also wirklich der Campingplatz, auch gerade die Umgebung des Campingplatzes sehr schön. Campingplatz selber ist halt sehr groß, dennoch war es sehr ruhig. Aber es sind halt, keine Ahnung, das ist eine Riesenfläche und da ist natürlich viel Trubel. Ich konnte sowieso heute nicht lange schlafen, weil mir einfach die Sonne da aus dem Zelt gekitzelt hat, obwohl ich keine Plane drauf hatte. Naja, heute geht es dann die Lahn oder die Lahr herunter. Ich muss auch jetzt mal mein Navi einschalten. Jetzt erstmal Kilometer reißen, solange die Bluthitze noch erträglich ist. Und dann mal gucken, dass wir irgendwo möglichst im Wald unterkommen heute. Da werde ich dann gleich mal gucken. Blumen für Koblenz hat uns gerade Palmi gerettet. Also erstmal die Idee, die ich gestern hatte, da Algen drauf zu werfen, war gar nicht doof. Ne? Feuchtigkeit und so. So, jetzt haben wir das so. Das heißt, das Wasser kann jetzt hier nicht mehr so mein ganzes Zeug dreckig machen. Bleibt ein bisschen drin. Ne? Palme steht aber nicht im Wasser. Und wir haben einen kleinen, ja, Fall-nicht-raus-Schutz. Perfekte Blumenerde. Der Topf ist ein bisschen kleiner. Die waren übrigens so freundlich, dass sie auch keinen Euro dafür haben wollen. Ich habe dann ein bisschen was in die Kaffeekasse geschmissen. Schön, haben wir Palmi gerettet. Da wäre ein Supermarkt. Ich habe aber jetzt noch keine Lust. Außerdem ist es zu heiß. Ich muss das T-Shirt ausziehen. Der Rhein, da ist er wieder. Den fahren wir jetzt, glaube ich, nur ein ganz kleines Stück entlang, wenn überhaupt. Ja doch, wir fahren, glaube ich, jetzt ein ganz kleines Stück noch bis Süden und folgen dann der Lahn oder Lahr. Ich glaube, Lahn heißt sie. Oh nein, das Schild ist so traurig. Oh Mann, ich möchte es. Och, das arme Schild. Ey, es ist komplett traurig. Oh nein. Links auf Rheinufer Weg. Ich hoffe, ich muss da heute nicht auch reinspringen, um mich abzukühlen, weil. Die Stinkerei kriegst du ja kaum raus aus den Klamotten. Das ist wirklich nicht so schön. Die Einheimischen haben auch alle gesagt, wie du badest da drin. So wahnsinnig. Schön ist, dass diese Rheinseite, ich nenne sie die morgens gute Rheinseite, jetzt im Schatten ist. Das heißt, wir können unser Transportiertier rausschmeißen. Möge es laufen, möge es sich freuen. Das gefällt mir auf jeden Fall jetzt gerade hier. Schön schattig, schön kühl. Das wird aber heute nicht so bleiben. Aber schön jetzt erstmal ein paar Kilometer
unter lebensfreundlichen Bedingungen zu machen. Ich habe einen Hund verloren. Ich bin fast in den Rhein gefallen. Also, ne? Reingefallen. Oh, da ist ja ein Hund. Der sieht aus wie meiner. Ja, der läuft wie meiner. Barney hier. Hassen, und hier bleiben. Sekunde. Moment. Und lauf. Lauf, 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 lauf schneller. Renn so schnell du kannst. Schön diese Lahn, mal ein bisschen Abwechslung zum Deich, Rhein-Deich, ein bisschen Abwechslung zum Rhein. Schöner Umweg. Oh, Schatten, danke. Kann jetzt gerne so bleiben. Oh, Bodenwelle. Hey, das ist geil hier, das hält. Das hält. Die Erde bleibt drin. Kanuverleih. Boah, Kanu mit Hund? Weiß ich noch nicht. Wäre eine geile Idee, ne? Oder eine schlechte Idee halt, eins von beiden. So. Entschuldigung, macht das Spaß? Soll ich das auch machen? Macht das dem Hund Spaß? Wir waren jetzt gerade mal ein bisschen an der kleinen Badestelle baden. Ah, irgendwas stimmt aber hier nicht mit dem Stromunterstützung. Hallo, Fahrrad? Was ist los? Ist nix? Ja, da waren wir auf jeden Fall gerade baden. Das war schön. Und richtig cool war, ich habe Denise kennengelernt. Denise arbeitet hier in dem Ort auf dem Campingplatz. Es ist zwar erst 12.30 Uhr, aber es wird heute fürchterlich heiß. Und verabredet bin ich auch erst morgen. Das heißt, ich werde jetzt mal gucken, ob ich auf genau diesem Campingplatz einen Platz kriege und dann den Rest des Tages wahrscheinlich da drin verbringen. Und ich habe ja eben gesagt, Kanu oder Sub oder so, die haben Sub-Verleih mit Hund. Das werden wir heute mal ausprobieren. Da ist der Campingplatz auch schon. Sehr schön. Ja, da gucke ich doch mal. Ja, super. Mega. Der Tipp von Denise war richtig gut. Der Campingplatz gefällt mir richtig gut. Und das Schönste ist, die Lage gefällt mir auch richtig gut. Da kann man halt wirklich gut drinnen baden. Und wer das auch gleich machen muss, der da gar keine Lust drauf hat, das ist der da. Aber als erstes gibt es eine kleine Abkühlung für mich. Und dann werde ich den Hund damit reinziehen. Der arme Hund, der kann nicht schwimmen. Also er glaubt zumindest, er könnte nicht schwimmen. Natürlich kann er schwimmen, jeder Hund kann schwimmen. Und ab morgen weiß er, dass er schwimmen kann. Wasserscheuen Hund in Wasser zu bekommen, begebe man sich zunächst an eine beliebige Wasserstelle. Dann nehme man eine handelsübliche Leine, die ist auf der einen Seite am Hund befestigt. Dann nimmt man diesen Hund. Hier, man nimmt diesen Hund. Sucht sich einen geeigneten Zugang wie diesen hier. Durch die ordnungsgemäße Anbringung des Hundes am anderen Ende der Leine hat er eigentlich gar nicht so viele Optionen, als mitzukommen. Jetzt komm halt mit. Los. Du bist nämlich der große Schwimmhund. Ja, da musst du schon schwimmen, ne? Jetzt kannst du wieder stehen. Ja, gut machst du das. Komm, wir schwimmen in die Richtung.
Puh, das war knapp. Also, folgendes. Ich habe ja diese GoPro, mit der ich zum Beispiel jetzt gerade dieses Video aufnehme. Und die habe ich vorhin benutzt, um hier ein bisschen schwimmen zu gehen. Der Hund geht übrigens freiwillig rein, der Wahnsinn. Und habe dabei meine tolle Kopfbefestigung benutzt. Und man sollte sie auf gar keinen Fall Befestigung nennen, denn in dem Moment, wo ich ins Wasser eingetaucht bin, ist die Kamera leider von meinem Kopf verschwunden. Und ja, da unten auf Grund gegangen. Und zwar ungefähr da, wo die Enten sind, noch so 2-3 Meter hinter. Und da wird das richtig tief, so ich glaube 5-6 Meter tief. Ich habe es erstmal mit Tauchen versucht, die da rauszukriegen. Das hat nicht funktioniert. Das hat aber alle Kraft gekostet, die man jemals hatte. Es ist ja gar nicht so schlimm. Wenn so eine GoPro weg ist, kauft man sich zur Not eine neue. Dann kostet das halt Geld. Ist ärgerlich, aber keine Katastrophe. Aber tatsächlich, ich habe halt auch die letzten ungefähr 4 Tage die SD-Karte nicht geleert. Da war halt alles drauf, der letzten 4 Tage. Und es war halt alles weg. Ja, dann kam jemand, der hat gesagt, du, ich habe einen Enterhaken. Hatte mir da ein Seil dran gemacht, dann bin ich da reingeklettert, da so. Ja, ich wünschte, ich hätte jetzt ein Video davon. Ja, und dann habe ich mich da, wo ich gerade noch stehen kann, hingestellt und das Ding rausgeworfen. 30 Mal, 40 Mal, 50 Mal, immer ganz langsam über den Grund. Und dann sagt der, der mir den gegeben hat, sagt mir, du, das sieht hier aus, als wäre hier keine Strömung, aber die Strömung ist unter Wasser. Also, schmeiß das Ding mal 3, 4, 5 Meter weiter in diese Richtung, Richtung Strömung. Das habe ich gemacht. Ein einziges Mal. Ein wirklich einziges Mal. Und ganz, ganz langsam habe ich die Leine wieder über den Grund gezogen mit dem Enterhaken. Ihr könnt es euch denken, ne, weil ich filme ja gerade damit. Ich habe die GoPro wieder, ich habe die SD-Karte wieder. Es ist einfach unglaublich. Es ist einfach, wirklich, einfach nur unglaublich. Komplett unglaublich. Ja, sie ist wieder da. Ich werde jetzt jeden Tag Datensicherung betreiben. Und bevor ich irgendeine risky Scheiße mit der GoPro auf dem Kopf oder sonst wie mache, irgendwas neu probiere, haue ich eine andere SD-Karte rein. Weil wenn die GoPro weg ist, okay, das ist echt blöd. Aber wenn die Speicherkarte der letzten Woche oder so weg ist, dann muss ich weinen. Dann muss ich wirklich weinen. Ich gehe da jetzt nochmal rein. Es ist gerade schon wieder fürchterlich warm. Da gab es übrigens gerade richtig gute... Wo? Da? Da hinten irgendwo ist das Restaurant. Da gab es richtig tolle Spare Ribs von der lieben Denise, die ich hier heute kennengelernt habe. Die arbeitet da ja. Richtig lecker. Ich denke, damit war es dann für heute. Ich werde vielleicht noch einen kleinen Spaziergang machen, versuche mich ein bisschen vor der Sonne zu schützen. Ihr denkt bitte an die Geschichte mit dem Like-Button. Da waren 3 Sachen. Like-Button, noch was. Abonnieren. Ich komme drauf. Glocke, dann werdet ihr nämlich immer benachrichtigt, wenn hier die Post abgeht, ne? So, bis dann.